Hallo, mein Name ist Doris Pichler und ich zeige euch heute, wie man so eine Slimline, Z-Fold, Shadowbox Card macht. Und zwar geht das so. Für unsere Karte benötigen wir einen Farbkarton mit den Maßen 28,5 cm mal 21 cm. Gefalzt wird es in der Breite, der Breitenseite bei 9 cm und bei 18. Das wird dann wie eine Ziehharmonika zusammengelegt und ich mache mir da eine Orientierungslinie. Das sind hier 1,5 cm Überschlag praktisch. Das ist mir das erste Teil. Das wird das Haus, dann haben wir innen den Wintergarten, den habe ich schon vorbereitet. Dafür brauche ich einen Farbkarton in den Maßen 14,8 x 10,5. Ich habe mir hier einen Ausschnitt ausgeschnitten, zuerst einmal falzen bei 2 cm und bei 9 und bei 11 cm falzen. Diese Länge ist ein bisschen, also das ist ein bisschen breiter, das Teil, als ich dann brauche, aber lieber abschneiden, also ich habe dann eine komische Linie drinnen. Hier dieser Mittelteil ergibt sich, das ist eine Breite von 7 cm und ich mache da rundherum einen Rand von 1 cm und schneide das Innenteil aus. So wie ich das Gitter reingebracht habe, das sieht von hinten so aus. Das ist aus diesen Stanzformen kreativ kariert. Also da ergeben sich dann diese Raster und da habe ich mir einfach so groß ausgeschnitten, dass mir hinter diese ausgeschnittenen Teile passt. Der oben dieser Balkon, den ich noch drauf gearbeitet habe, der ist aus den Stanzformen mit dem Zaun. Ich gebe dann alle Sachen, die ich verwendet habe, Materialien, stelle ich auf meinen Blog, dass man eine Übersicht hat, was ich alles verwendet habe. Man kann natürlich auch improvisieren und das einfach als einen Teil machen und das drauf kleben, so Streifen draufkleben. Also da kann man immer wieder improvisieren. Ich habe alte Sachen genommen, neue Sachen genommen, wie wir jetzt sehen, einfach bunt gemischt, ein bisschen improvisieren. Also der Zaun, der hat eine Höhe von 3,5 cm in etwa. Und ich habe da hinten auf die Rückseite ein bisschen was draufgeklebt, dass das da erhöht ist, dass das ein bisschen fester ist. Aber nur auf dem Teil, wo praktisch hier der Zaun draufkommt. Das sollte dann so ausschauen, der Wintergarten. Und oben ist gleichzeitig der Balkon dann schon von oben her. Aber am besten, wir schauen es uns dann an, wie es eingeklebt ausschaut. Was ich jetzt für mein Haus noch benötige, sind natürlich Türen. Das ist einmal die Haustüre und einmal die Balkontüre. Auch da habe ich wieder dieses Gitter dahinter draufgeklebt. Die Türen sind 5,5 x 10 cm. Ich habe da wieder eine Stanze gehabt. Das ist ein älteres von Stampin' Up. Ich verlinke das wieder, falls jemand hat, kann die super verwenden. Also 5,5 x 10 cm, der Steg ist 8 mm. Das Innenteil habe ich einfach in der Größe zugeschnitten aus dem Designpapier, In-Colors Designpapier, das so ein bisschen eine Holzstruktur hat. Und das war auch eine Stanze, die da bei der Tür dabei war. Aber da kann man auch ein Fenster ausschneiden, wer es nicht hat. Dann brauchen wir drei Fenster. Da ist ein bisschen misslungen, da habe ich herumgeschmiert. Muss ich mal schauen, was ich da noch mache. Dann habe ich einmal ein Fenster, wo ein Krippball dahinter ist und einmal eins für vorne drauf mit dieser Dame und den ein paar Kugeln, die ich da drauf gestempelt habe. Wie gesagt, wie ich das dahinter drauf gekriegt habe, dass das wirklich auch dann durchschaut, die Figuren, das zeige ich euch jetzt gleich extra. Im Hintergrund habe ich wieder das kreativ kariert, diese Stanzform genommen und dahinter geklebt. Die Maße für die Fenster sind, andersrum, 5,5 mal 7 cm und ich habe wieder bei 8 mm das Innenteil rausgeschnitten, das von den Karierten wieder dahinter hingelegt. Dann für meinen Wintergarten habe ich noch im Hintergrund so einen Christbaum, den ich durchschauen lassen will.
Und dieses Teil hat die Größe 7 mal 10 cm. Das passt genau hier hinter den Wintergarten hinein. So. Jetzt würde ich sagen, wir kleben einfach mal zusammen. Als erstes machen wir den Wintergarten. Wir hier einkleben. Ich habe mir da ein X hergemacht, da wo die 2 cm sind, weil hier will ich nur ein ganz kleines bisschen von der Naht wegschneiden. Also so eine Falzbreite, circa 1 mm werde ich da abschneiden, damit, wenn ich das jetzt aufklebe, das nicht in die Falz da hineinkommt. Also das werde ich jetzt machen und bin gleich wieder da. Wie gesagt, ich habe also wirklich nur ganz einen Hauch abgeschnitten am Rand hier. Jetzt lege ich mir das zurecht. Da habe ich diese Linie, die ich vorher gemacht habe, mit 1,5 cm vom Rand ist die. Und auf dieser Seite, die liegt das jetzt, mein Papier so. Und ich lege mir den Wintergarten drauf, der wird dann so hergeklebt. Okay? Das heißt, wir geben auf diesen Teil Kleber drauf. Auch das klebe ich komplett ein. Wie gesagt, nur bis zur Falze den Kleber drauf geben. Dort, wo wir das X haben. Das gehört auch noch fest angeklebt. Und dann nehme ich es und lege meinen Wintergarten. Also hier ist meine Bleistiftlinie, hier ist die erste Falz. Und genau neben die Falz hier klebe ich meinen Wintergarten an. Schauen, dass es schön gerade ist. Das schaue ich da herunter. Das sieht man eh gleich. Und da schauen, dass wir nicht auf der Falz sind. So. Okay. Schauen, dass das nicht zu schief wird. Also das sollte man an der Stelle, das muss man wirklich ganz genau einkleben. Festdrücken mit dem Falzbein noch einmal drüber. So. Schon mal der erste Teil. Vorsichtig umbiegen. Und nicht, dass wir es vergessen, da wird jetzt unser Christbaum darunter geklebt. Das heißt, ich nehme diesen Christbaumteil, hinten Kleber drauf. Und den klebe ich jetzt wieder auf die andere Seite von der Falz. Also die Falz auslassen, ganz nach unten hinkleben. So. Und andrücken. Ein bisschen vorsichtig. Ich habe da mit Klebepunkten die Kugeln angeklebt. Es sollte alles, was wir innen da jetzt arbeiten, nicht auf Dimensionals gearbeitet werden. Also nicht erhöhen, sonst wird die Karte so dick und man kann es nicht mehr zusammenlegen. So, also jetzt stellen wir es mal auf. Das Ganze sollte dann so ausschauen, wenn es dann fertig ist. Das heißt, wir kleben uns das dann hier herein. Flachlegen. Ganz vorsichtig. Ich brauche Kleber da am Rand. Ups, so nicht. Gleich wegstreichen, falls da was übrig bleibt. Das kleben wir auch dann an. Das machen wir extra vielleicht. Ah, vielleicht kommen wir dann nicht mehr dazu. Also da auf das eine Teil, was ich da noch habe. Das ist nur ein kleines Stückerl von der Lasche. Das klebe ich mir dann da her. Und dann mache ich mir da, eigentlich brauchen wir das gar nicht da, die Linie. Weil der restliche Kleber, der sollte nur da sein. Bis zur Hälfte rauf. Schauen wir, dass das gerade ist. Ja, ist bis daher. Wie das da ist, brauchen wir da noch den Kleber. So, jetzt drücke ich das so rein und schließe das Ganze. So. Das ist dann die richtige Position. Festdrücken, ausprobieren. Jawohl, klebt.
Da haben wir auch schon den Kleber drauf gegeben. Das werden wir gleich so fixieren. Und schauen, ob es er wirklich sich wieder flach drücken lässt. Okay, funktioniert. Und wie gesagt, das können wir jetzt abschneiden, was da noch übersteht. Das ist was zu schließen. Und jetzt werde ich das Ganze noch mit den restlichen Teilen, Fenstern und Türen dekorieren. Als erstes nehme ich da die Balkontüre zur Hand. Wie gesagt, den Teil nur flach. Und das gehört jetzt da dahinter geklebt. Schauen, dass das unten nicht dann raussteht. Also wirklich an das anschließend. Von oben her haben wir dann ungefähr einen Zentimeter. Und die Sterne, die habe ich da ausgestanzt. Als Hintergrund leuchten die von der Hausmauer durch. Schauen wir mal, wie es ausschaut. So, das Ganze jetzt da mittig herkleben. Ja. So, dekoriere jetzt das Ganze und zeige ich dann, wie ich weitermache. Okay, bis gleich. Das Dekorieren der Fenster, das mache ich mit dem Stamparatus. Ich lege mir hier ein Schmierpapier ein, fixiere das mit einem Magneten und dann nehme ich mir das Motiv, das ich da drauf haben will, und montiere mir das herein. Dann stempel ich es einmal ab. Ups. So, da haben wir unsere Oma. Dann nehme ich jetzt wieder das Fenster hier und schaue, wo sie herausschauen soll. Ich glaube, ich lasse sie da unten herausschauen. So. Dann nehme ich den Bleistift zur Hand. Jetzt haben wir das Fenster da komplett verschmiert. Jetzt müssen wir dann schauen, dass wir das noch ändern können. Dann zeichne ich mir hier draußen an den Rahmen, wo jetzt meine Oma hinkommen soll. Upa, geht nicht so gut, wenn man da die Kamera dazwischen hat. Okay, also die Richtung wissen wir. Dann nehme ich mein Papier, das eben dahinter passt. Fixiere mir das hier, dort wo kein Motiv ist, an die Seite mit dem Magneten hergehen. Die Oma noch einmal mit Tinte aufladen. Ups, wackelt dazu. Und herstempeln. Perfekt. Und so passt jetzt unsere Oma genau und schaut auf dieses Fenster und schaut da zwischen den Spritzern raus. Und so mache ich meine ganzen Motive jetzt mit dem Stamparatus und dekoriere mir das hier. Und ich brauche da nicht nur mehr eine Lage, wo ich was ausschneide und so weiter, sondern kann das gleich direkt hier drauf montieren. Da wäre vielleicht noch Sterne, Kugel oder sonst irgendwas. Also da fange ich jetzt einfach mal an zu dekorieren, mache Fenster für Fenster und dann bauen wir das Ganze zusammen. Ich habe jetzt alle Details aufgeklebt und jetzt schauen wir es uns noch einmal an. Also hier die Türe habe ich mit Dimensionals aufgeklebt. Einen Kranz, einen Türkranz dazu. Und hier die Girlanden rundherum, Dekoration. Ich habe das alles aus dem Stempelset zu Hause genommen. Das gibt es leider nicht mehr, aber man kann mit den aktuellen Sachen auch improvisieren. Dann hier heroben das Fenster mit der Dame und auch die Girlande. Also die Girlande habe ich überall dann rundherum gemacht, weil es mir so gut gefallen hat. Dann habe ich da noch die Dame im Pelzmantel, die vor der Tür steht. Also die darf aufgrund der Covid-Maßnahmen nicht mehr ins Haus und sie prostet den Freunden von unten her zu. Dann habe ich hier das Krippel da, dann habe ich da noch Dekoration angebracht. Der Christbaum ist jetzt hier innen, wie man sieht.
Und wenn man es dann wirklich so schön aufstellt, dann ist der Christbaum genau mittig und so wandert er mit dem Betrachter mit. Dann hier oben habe ich noch Frohe Weihnachten aufgestempelt. Das ist dann genau sichtbar, wenn ich es schließe. Das heißt, ja, man sieht es jetzt sehr schön. Ich habe da praktisch noch ein extra dekoratives Element und dadurch kann ich es auch hier besser nehmen, wenn ich es auseinanderschlage. Was ich ein bisschen anders machen würde, das ist hier beim Balkon. Also ich würde hier die Erhöhung in diesen Minzmakrone aufkleben und dann nur mehr hier die Sprossen extra draufkleben, damit es hier nicht so dick wird, weil das ist doch, es knackt da beim Zumachen. Hört ihr das? Also das ist irgendwie an dieser Stelle und an dieser, also das kann man sicher vermeiden. Das zeichne ich aber in der Beschreibung ein. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Nachbasteln. Falls wir uns nicht mehr hören und sehen in diesem Jahr, schöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und haltet die Daumen, dass das mit dem Covid endlich vorbei ist und wir uns wirklich wieder treffen können und gemeinsam basteln. Alles Gute, eure Doris.